Herzlich willkommen zum nächsten Video unserer Videoreihe. Heute geht es um das Thema Testimonial-Video, wie man eben mit Kundenstimmen Vertrauen schaffen kann. Als erstes geht es darum, was ist ein Testimonial-Video überhaupt? Wie ist es aufgebaut? Wie sieht es ungefähr aus? Welche Erfahrungen haben wir so damit gemacht vom Aufbau her? Im nächsten Schritt geht es dann darum, für wen so ein Testimonial-Video Sinn machen kann. Im nächsten Schritt gehen wir dann darauf ein, wieso die Produktion eines Testimonial-Videos abläuft bei uns. Fangen wir an mit dem Thema, was ist ein Testimonial-Video überhaupt? Ihr habt es vielleicht schon mal gesehen. Testimonial-Video bedeutet eben, ein Kunde von euch spricht über die Zusammenarbeit mit euch. Und jetzt ist es so, das kennt ihr vielleicht auch aus der Psychologie oder habt es schon mal gehört, den Begriff soziale Bewährtheit. Soziale Bewährtheit bedeutet, dass Menschen dazu neigen, Empfehlungen von anderen Menschen oder Handlungen eben auch nachzuempfinden oder sich darauf zu verlassen. Ihr müsst euch das so vorstellen, wenn zum Beispiel viele Menschen positiv über etwas sprechen oder viele Menschen etwas nutzen, dann sind wir dazu geneigt, als Mensch selber das auch für gut zu empfinden. Etwa 80% der Menschen orientieren sich zum Beispiel im Außen. Das heißt, die beobachten eben andere Personen, lernen von anderen Personen, sehen eben auch, wenn die das nutzt, muss ich das ja wohl auch nutzen. Oder wenn Person XY das Produkt benutzt, dann ist das bestimmt gut. Ne? Umso mehr Personen dann man da sieht, die das benutzen, desto mehr neigt man dann auch dazu, das als positiv zu empfinden. Das fällt eben unter den Begriff soziale Bewährtheit. Wir nutzen eben diese psychologischen Aspekte für diese Testimonial-Videos. Das heißt, in Testimonial-Videos, wie schon erwähnt, spricht ein Kunde positiv über euch, erzählt, wie Zusammenarbeit war, was es ihm gebracht hat und redet quasi durchgehend positiv über euch. Und das hat natürlich am Ende dann den Vorteil, dass quasi die Kunden von euch oder potenzielle Kunden, die sich dieses Video anschauen, eben Vertrauen zu euch aufbauen. Weil beispielsweise ihr habt eine Firma und verkauft Produkte oder Dienstleistungen und einer eurer Kunden ist vor der Kamera, spricht positiv über euch. Das schafft natürlich wahnsinnig viel Vertrauen. Ist es nochmal deutlich mehr Vertrauen, wie wenn einfach jemand eine Bewertung schreibt, ne, bei Google oder so. Weil da setzt sich wirklich einer eurer Kunden hin und spricht vor der Kamera. Und mit diesen Themen kann man jetzt eben arbeiten. In so einem Testimonial-Video kann da gewisse Fragen stellen. Die Fragen erarbeitet man dann natürlich idealerweise auf Basis seiner Dienstleistung oder seines Produktes aus und stellt die dann dem Kunden. Für wen sind Testimonial-Videos sinnvoll? Testimonial-Videos sind für die meisten Unternehmen sinnvoll. Egal, ob ihr Produkte, Dienstleistungen anbietet, im Prinzip egal, was ihr anbietet, Testimonial-Videos machen immer Sinn. Es gibt da keine branchenspezifischen Empfehlungen. Wir haben schon für so viele verschiedene Branchen Testimonials erstellt, auch für uns selber Testimonials erstellt. Die haben super funktioniert, die sind super angekommen und ja, generell gibt es also keine Beschränkungen. Natürlich gibt es Bereiche, wo es schwieriger ist, Testimonial-Kunden zu finden. Wenn ich jetzt zum Beispiel an die Psychotherapie denke oder irgendwelche sensiblen Bereiche im Gesundheitswesen, ist es natürlich tendenziell schwieriger, dort Teilnehmer zu finden, also eigene Kunden, die sich vor die Kamera setzen und was Positives erzählen. In 95% oder 98% der Fälle war es aber so, dass wir wirklich für all unsere Kunden Testimonial-Teilnehmer gefunden haben, die dann auch vor der Kamera was Positives berichtet haben. Es gibt also keine bestimmten Branchen, die wir empfehlen. Testimonial-Videos sind eine super Sache, eignen sich für jede Branche. Kommen wir zum Punkt, wo lässt sich ein Testimonial-Video einsetzen? Testimonial-Videos sind natürlich dafür prädestiniert, auf der Webseite eingesetzt zu werden, in bezahlten Anzeigen eingesetzt zu werden, zum Beispiel als Retargeting-Anzeigen. Das heißt, ihr habt ein Werbevideo oder Content, habt den geschaltet bei Facebook, bei Instagram, auf welcher Plattform auch immer. Und jemand hat schon mal mit euch interagiert, also er hat schon drauf geklickt, hat aber noch nicht sich eingetragen als Kunde im Formular oder hat noch nicht gekauft. Dann könnt ihr ihm zum Beispiel im Nachgang diese Testimonial-Videos ausspielen, um so ihn nochmal zu triggern, daran zu erinnern, dass ihr da seid, dass er ja schon mal bei euch draufgeklickt hat und dann eben diesen Social Proof herzustellen, also Vertrauen aufzubauen, weil Kunden über euch berichten und idealerweise trägt der Kunde von euch sich dann eben ein oder kauft dann euer Produkt. Und so lassen sich eben Testimonial-Videos auf Webseite und bei Social Media einsetzen. Man kann natürlich auch Testimonial-Videos dem Vertrieb mitgeben, wenn man jetzt zum Beispiel ein Gespräch vorbereitet mit einem Kunden und eine E-Mail nochmal rausschickt, kann man da natürlich auch ein Testimonial-Video anhängen oder den Link und ihm sagen, lieber Herr Müller, schauen Sie sich gerne nochmal die Kundenstimme hier an.
Der Herr Müller hat dann die Möglichkeit, eben das Video nochmal anzuschauen und hat hier schon mal ein bisschen mehr Vertrauen zu euch aufgebaut, bevor ihr ins Verkaufsgespräch geht. Gleichzeitig lassen sich in den Testimonial-Videos zum Beispiel auch schon Einwände oder Vorwände eben vorwegnehmen. Zum Beispiel, wenn der Kunde einen Einwand hätte, das ist aber teuer, dann könnte man im Testimonial euren Kunden sozusagen die Frage stellen, hat sich das finanziell für euch gelohnt? Und wenn euer Kunde dann im Video positiv darüber berichtet, dass sich die Investition auf jeden Fall gelohnt hat, dann ist das schon mal was, was dem nächsten Kunden sozusagen im Verkaufsgespräch natürlich positiv stimmen könnte, wenn er davor gehört hat, dass andere eurer Kunden sozusagen das Preis-Leistungs-Verhältnis für sehr gut erachten. Das sind auch so Vorteile und Möglichkeiten, wie man eben Testimonial-Videos effektiv für seinen Vertrieb und sein Marketing einsetzen kann. Wie läuft so die Erstellung eines Testimonials ab? Ich kann euch da natürlich sagen, wie es bei uns abläuft. Bei uns ist es so, wenn der Kunde so ein Testimonial-Paket bucht, meistens sind es 3 bis 6 Testimonials, also nicht nur eins. Das macht einfach wenig Sinn, wenn man nur ein Testimonial hat. 3 Testimonials kann man auch besser platzieren auf der Webseite oder in Anzeigen, hat man ein bisschen Abwechslung. Wenn der Kunde dann sozusagen sich für Kunden entschieden hat, also Kunden gefunden hat, die für Testimonials in Frage kommen, dann überlegen wir uns gemeinsam Kunden eben Fragen, die wir dem Kunden stellen können. Das können Fragen sein, wie war die Zusammenarbeit, können Sie generell berichten, wie die Kommunikation war, was hat es natürlich gebracht, die Zusammenarbeit mit euch als mit eurem Kunden. Das heißt, dass man auch über Ergebnisse spricht, eben man könnte Einwände schon mal vorwegnehmen. Also zum Beispiel, hat sich das gelohnt oder war das viel Arbeit für euch? Solche Sachen, die Kunden eben vielleicht ein bisschen abhalten können. So Sachen kann man dann eben eure Kunden fragen, um dann eben ein schönes Testimonial-Video als Ergebnis zu haben. Es ist jetzt so, manchmal ist es gar nicht so einfach, Teilnehmer für Testimonials zu finden. Nichtsdestotrotz haben wir die Erfahrung gemacht, dass wenn man wirklich dran bleibt und auch so ein paar Tricks nutzt, dann sind Kunden doch oft bereit, sich vor der Kamera über euch zu äußern. Fragt einfach freundlich bei euren Kunden nach. Klar, manchmal ist es ein bisschen eine Überwindung, ne? Wenn wir sagen, hey, wir kommen mit der Kamera, filmen Testimonials, völlig verständlich, dass nicht jeder so sagt, boah, super, klasse, vor der Kamera was erzählen, top. Nur ist es so, dass man den Kunden auch ein bisschen die Sorge nehmen kann, wenn man zum Beispiel einfach sagt, hey, lieber Kunde, schaut mal, da kommt jemand mit der Kamera vorbei. Das ist nicht live, also wir sind nicht hier bei RTL und zeigen das live, sondern du kannst wirklich frei sprechen. Wir stellen dir einfach nur ein paar Fragen und du kannst es auch nochmal anschauen, bevor es veröffentlicht wird, sodass man dem Kunden einfach ein bisschen den Druck nimmt und dass er sich gut aufgehoben fühlt. Und dann sind die meisten Kunden auch bereit, so ein Testimonial-Video zu machen. Natürlich nur dann, wenn sie auch zufrieden mit euch waren. Es macht wenig Sinn, einen Kunden, der nicht zufrieden war. Ich hoffe mal, ihr habt davon wenige oder keinen, zu fragen, ob er ein Testimonial macht. Also das ist ja selbstredend. Ich würde natürlich nur Kunden fragen, die auch wirklich zufrieden mit eurer Arbeit waren. Wenn ihr also noch Fragen zum Thema Testimonial-Video habt oder Informationen benötigt, könnt ihr euch gerne an uns wenden.